Aber ich glaube, bevor ich mir die halbe Barsche hole, muss ich mich erstmal ein bisschen ausholen. Oh, meine Güte, ein bisschen upgraden auch noch. Was liegt irgendwie in der Nähe? Oh. So weit unten liegt Kakariko. Ja, die Karte füllt und füllt zu den neuen Gebieten. Ist doch ganz geil. Da finden wir Währungen für ein bisschen mehr Austausch, schätze ich mal. Herzen, ja. Wenn man natürlich so spielt wie ich, sind es ihm noch zu wenig. Aber allgemein wäre es eigentlich schon genug Herzen, ne? Naja, natürlich auch bald mal in den Titanen rein. War Ruto, glaube ich, oder? Genau, hieß der. Dauert ganz schön lange plötzlich zum Laden. Das ging früher irgendwie schneller. So, irgendwo im Dorf, in der Dorfmitte glaube ich sogar, war doch das. Ja, genau. So. Du hast auch eine Bestandsanwährung erhalten. Was willst du? Entschuldigung, ich hab. Nein, ich wollte. Ich habe mir versprochen. Was möchtest du? Ein bisschen mehr Ausdauer noch. Ja, gerne. So sei es. Danke. Perfekt. Bringe Frieden nach Hyrule zurück. Ey, jetzt nicht sogar meine Herzen noch auffüllen. Nein, eben nicht. Diese Frau wieder mal. So. Was willst du noch? Ne. Koko? Was will ich noch machen? Ah! Eine Butterapfel. Und den haben wir gemacht. Ein Butterapfel. Ein Brikos absolut mit Leibgerichten. Und einen Apfel dafür und Ziegenbutter? Oh! Ist Ziegenbutter ausgegangen? Ich bin ein schlechter Tod. Ich mache alles falsch, wenn nie eine Mutter. Hier, Ziegenbutter. Du Mutter. Das ist etwa Ziegenbutter. Nee, Kuhbutter. Wirklich vielen Dank, einen Augenblick. Riecht das lecker. Auch von Butter zusammen mit der süßen Apfel ist köstlich. Noch was möchtest, bitte sehr. Danke. Ich will ein besser Köchin werden. Ja, das packst du schon. Gar keine Sorge, Kleines. Ich brauche aber dringend mehr Energie. Jetzt habe ich doch. Die Gefährder 43 schon, ist das krass. So. Jetzt frage ich mich, habe ich irgendwo noch ein paar Maxi-Früchte? Maxi-Trüffel, ja. 8 Stück sogar, wenn ich das zweimal so mache. Ein paar Gerichte versteht sich. Fleisch habe ich auch noch ein bisschen wild. So. Schlagschnecke war jetzt hier nicht. Und dann noch ein paar Äpfel. Ja, gut, also ein bisschen wenig von der Wirkung her. Die Riesen haben auch nur einen. Bisschen Luxuswild. Was haben wir so für Maxi-Dinger? Na, wenn das mal nicht eine maximale Mischung ergibt. Das gibt Power, so fett das aussieht. Sehr gut, sehr gut. Dann habe ich immer noch ein paar Maxi-Trüffel. Nehmen wir 3 Stück, gibt es noch 2 Gerichte. Max Rüberbeere auch noch und so und ja, ist doch alles schön. Edelwild. Bei 2 brauche ich gar nicht. 1 wird ja bereits lang reichen. So. Oh.
Ja, sind noch ein bisschen weniger, aber naja. So. Sehr gut. Das jetzt auch noch. Dann haben wir noch ein bisschen Ziegenbutter. Sehr schön, sehr schön. Was aber sonst noch so? Edelwild habe ich immer noch und natürlich noch ein paar Maxi-Rüben. Oh ja, das lobe ich mir. So, perfekt. So viele Äpfel. Magen voller Äpfel, ich kann nicht mehr. Perfekt, so. Jetzt aber auch fürs Erste. Jetzt die halbe Barsche, wollte ich die holen. Ah ja, genau, das war ungefähr hier. Zurück zum Anfang. Interessant war, deswegen so große Max-Rübe und so mit dem Fleisch dazu. Gut, da waren 3 Stück, okay, plus also Luxus-Edelwild und zack, 15 gelbe Herzen zusätzlich. Alter, da sprengte fast eine komplette Energieleiste. Krass, oder? Wenn man es so überlegt. Da hast du Power. Was das wohl brauchen würde? Gegen ein paar Wächter? Gegen Ganon selbst? Mal schauen. So, und hier müssen relativ viele Heilbarsche geben. Und wieder mal Regen, gibt es heute mal ein bisschen Donner und so, ich hoffe natürlich nicht. Bei Regen ist es hier gar nicht mal so doof. Ernsthaft, auch gibt's auch noch. Kuckuck. Aua! Oh! Hey, du bist cool, dass man in die Luft getroffen. Na, du bist auch nicht so cool. Obwohl. Also ich weiß ja. Ah, nein, warte mal, ich weiß da gar nichts. War's nicht schon wieder? Ich glaube, es ist irgendwo näher ein kleiner Flusssee oder so etwas. Was doch hier vorne erst? Ich habe doch damals relativ viele Hallobarsche. Genau, hier war's. Mal gucken. Wasser leitet der Strom. Schwörungen gab es damals relativ viele Fische und dann sieht es relativ leer aus. Hä? Was ist der Falsche? Ah, vielleicht ist er ja da vorne. Ja, ich glaube, es war eher der. So. Paar Fische auf einen Streich. Hat es noch mehr drin? Ich glaube, sehr weniger. Das war's mit dem Bogen. Ah, die haben einfach nichts mehr aus. Von alle Fische? Waren ja gerade viele. 6, das sind 4 zu wenig, verdammt. Finde ich jetzt noch ein paar Alubarsche.
eigentlich überall, wo es ein bisschen Wasser hat, wäre zumindest logisch. Ja, Fluss hat vermutlich noch ein bisschen zu viel Wasser. Aber irgendwo auch gerade noch. Habe ich irgendwo auch noch ein bisschen in der Nähe? Ja, ein Schrein ist in der Nähe. Vielleicht ist ja noch irgendwo. Das ist ein großer Fluss und so. Ein Teich. Ja, warum eigentlich nicht? War eigentlich ziemlich cool, oder? Wenn du überlegst, okay, Elektrofall rein, busch, anderer Strom gesetzt. Ja, Bombe geht natürlich auch, aber ist schon ein netter Effekt, muss man zugeben. So, jetzt bin ich also hier drüben. Wo will ich hin? Au! Mann, dieses scheiß Parasail ging so wieder nicht auf. Was ist mit dem Teil los? Das Gefühl ist langsam eingerostet. Egal. Tiefblaues Wasser. Oh, ich bin müde. Da raus aus diesen Klamotten, wenn wir das normales anziehen. So. Dauert trotzdem so lange. So. Ernsthaft? Ja, komm nur, komm nur. Mann! Oh, das gibt's aber nicht mehr. Ich kann noch nicht mehr lesen. Frage bleibt, finde ich hier irgendwo ein paar Fische? Dann sieht es ja nicht nach aus. Ganon, keine Scheiße heute, ja? Gut. Was macht denn ein ohne hier? Norben, ich bin Boldon, ich arbeite für die Fremdenverkehrsbranche und werbe für Reisen nach Gronia. Gronia ist heiß, wir Ronen mögen es heiß. Nicht Gronen empfinden die Hitze jedoch oft als unangenehm brennend. Ist aber halb so schlimm. Schau einfach, dass du auf deinen Rücken einen Reiselöschechsen zu Hand hast. Okay, danke. Mond? Mond, wo bist du? Kein Mond. Gut, kein Mond, kein Blue Full Mond, umso besser. Jetzt echt keine halbe Barsche, gibt's einfach nicht, hey. Dafür ein paar Krabben ist so auch nicht schlecht, aber kann's eigentlich auch anders überlegen. Wo ist er hier? Mogos sie jetzt vielleicht, oder ist das vielleicht doch zu groß? Das ist echt irgendwie so eine Art Tümpel, das ist so klein. Da könnte ja hier etwas sein, hier etwa der weniger. So, hier vielleicht sogar noch. Ah, geh wieder zurück. Natürlich mit dem Hintergedanken, es könnten ja neue Fische nachgespawnt sein, ne? So rein theoretisch.
Weil dazu schätzt man, euer Fisch hat es noch nicht da unten. Nee, leider nicht. Doof, doof, doof. Ich hätte doch verdammt gerne so ein komplettes Set. Und zur Rüstung, das wäre schon cool. Auch nichts, weil Sander war da oben. Och nein, ihr schon wieder. Nee, nicht dein Ernst, Ganon. Nicht dein Fuck. Oh, weißt du was, jetzt reicht's mir. Jetzt berät die Schnauze wohl von dir. Ich gepennt, das glaubt ihr einfach nicht, hey. Heute schon wieder. Mir geht's so in Sora, aber meine Ruhe. Tschüss. In zwei Nähe ineinander. Was habe ich denn gar noch getan, ey? Ja gut, ich bin nicht gerade sein bester Freund und so, klar, aber zwei Nächte hintereinander. Aber so viele Typen platt gemacht? Eher weniger gut als mit, ja, mit so einem Schlammauge und so, aber trotzdem. Das ist ein bisschen übertrieben. Naja, obwohl, ich meine, so schlimm ist es ja auch nicht. Vor allem jetzt im Anfangsgebiet nicht. So, was soll hier die Scheiße, ey? Ja, ja, ich habe eher Bock zu schlafen. Wir haben uns noch, meine Hochachtung. Willkommen, meine Achtung für eine Person. Ja, 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 du kostet 20. 80. Ja, ja, machen wir ein Wasserbett. Wie lange wird sie? Bis morgens gerne. Sehr wohl, einen sorglosen Schlaf. Ja, während der Blutvollmondnacht. Juhu, aber wir haben einen Spaß. Yeah, soll gerne doch ausrasten, wenn er will. Mir scheißegal. Ich mach mir nur Sorgen um Zelda. Oh, die Arme. Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Link, sei auf der Hut. Ja, aber Zelda, ich will doch schlafen. Guten Morgen, haben Sie was genossen? Ja, bis zur Blutvollmond nach war alles im Arsch. Leider. So, wollen wir uns dann noch ins große Abenteuer stürzen? Die habe ich auch noch. Okay, okay, genau, ein bisschen was verkaufen. Ja, ja, ja. Ausdauer. Auch einige davon, wenn ich jetzt da noch eine kombiniere, plus irgendwie ein Monsterteil, ein Leidenhorn, ja, warum eigentlich nicht? Oh nein, schon wieder. Ah. Ja, natürlich, ist ja kein Insekt, sondern ein Tier. Na. Obwohl. Doch Monsterzutaten oder. Nee. Das heißt doch eindeutig Monsterzutaten. War ich mir jetzt hier die Schickerstein oder was? Hä? Also, jetzt geht's wieder. Ich kapier das nicht. So, soweit, so gut. Das ist einfach. Hier will ich ja eigentlich auch hin, zumindest nachher, wenn jetzt da nur nicht irgendwie. Dann sieht und wartet auf mich da drüben.
Aus der Umwand nichts kann ich löschen. Wo kriege ich jetzt noch ein paar Heilbarschen her? Hier sogar ist auch so eine Art kleiner Tümpel. Könnte sein. Oder ist etwa ein Leunhorn gar keine Monsterzutat? Habst du jetzt nicht ins Detail gelesen, was da stand, aber Leunenhorn, immer was sonst. Ist doch ein Monster, oder? Oder ist ein Tier und deswegen ist es kein Monsterteil, sondern ein Tierteil oder was? Ich habe keine Ahnung. Ein bisschen schräg das Ganze. Aber hier hat es auch keine Heilbarsche. Gibt es einfach nicht, hey. Was soll man sonst suchen? Überall einen Sehen, aber kein Schrein in der Nähe. Das ist alles ein bisschen doof. Oh, die sind sicher ein paar in der Nähe. Nee, der Fluss ist sowieso zu groß. Hier könnte noch etwas sein, wenn etwas kleiner. Ich muss auch mal von hier gucken. Das gibt es einfach nicht, hey. Ja, es soll dafür ein bisschen länger dauern, aber ich will halt noch die komplette Rüstung haben, so maximal upgraden momentan, bevor ich da in Titan reingehe, weil, ja, wäre schon cool, wenn wir so ein komplettes Set hätten. Und deswegen, ja, 4 Fische fehlen noch. Eigentlich nur noch 4 Stück, so wenig. Jetzt Glück. Und ich habe einfach nur Pech. Obwohl. Hat er was gehört? Ne, wow, wow. Nee, nur meine Einbildung. Schade. Ja. Nun ist guter Rat teuer. Wo finde ich jetzt auf die schnelle weitere Eulbarsche? Mal schnell darüber und zum Gucken. Solche Fische müsste doch eigentlich überall geben, in Hülle und Fülle. Ne, auch deaktiviert. Das scheint mir irgendwie noch im Leben. Das wäre allerdings ein bisschen schräg gewesen. Ah. Da ist so etwas. Ne, sind hier so Tümpel, hier hat sicher auch nichts drin. Ich bin langsam echt ein bisschen verzweifelt. Zu dem Turm hin? Nee, da sind, glaube ich, auch ein bisschen doof. Hier. Ich glaube, hier könnte noch was sein. Also echt ein bisschen scheiße. Jetzt nur muss ich irgendwie noch schneiden und so. Oder nur ein Upgrade machen, das andere verschieben. Wäre eigentlich auch eine Überlegung wert. Ich meine, da brauche ich ein paar Schreine. So geht's ein bisschen schneller. Okay, Fische, wo seid ihr? Ich glaube nicht, dass da irgendetwas stand, von wegen, wo ich die... Aha, Moment mal. Ich hab doch... V
fast allen Gewässern kann ich den nicht. Nicht essen, ich wo. Wie ging es da schon wieder? Irgendwie was erwischt. Okay, da ist ein Hangelbarsch. So. Vier, perfekt, Raballe. Ich brauche, Gott sei Dank. Ich kann doch irgendwie den Schickerstandard darauf. Hat man doch mal gesagt, ich kann darauf kalibrieren lassen. Ah, natürlich nur, wenn ich es fotografiert habe. Verstehe, verstehe. Wenn ich es nicht fotografiert habe, dann kann ich es auch nicht aufspüren. Ja. Das war schon zu spät, das haben wir schon eingesammelt. Verdammt. Egal, hat sich auch ein paar. Wo habe ich jetzt die nächste Feenquelle in der Nähe? Oder habe ich die hier? Ja, logisch. Der Schicker-Sensor. Auf die Idee hätte er vorkommen können. Sorry. Oh, bin ja manchmal doof. Aber eben klappt. Neumann hat vorher auch ein Foto schon davon gemacht hat. Ja. Bin noch relativ heiß hier, aber scheiß drauf. So. Ja, da auch noch. Große Fee! Komm! Ich bin da! Nein, der Wüste ist ein bisschen doof, wa? Verstärken lassen, ne? Beträge verstärken, ja, mach mal. Und wir gehen erstmal die hier. Ja. Nimm schon mir Befehl. Das ist einfach deine Augen. Oh ja, schon ein bisschen besser. Ist mir doch gut gelungen, ne? Noch etwas? Ja klar, wenn du schon dabei bist. Jetzt sind hier mit aus. Ein paar Bocken haben wir da genug. Und nicht für beides. Hm. Und was da hier für aber schon relativ viel. Extra vom Schwanz. Das Maxi-Barsch. Noch gar nicht gefunden. Mhm. Ein zuer Beinschutz, hä? Okay. Da muss mir Befehl. Schließ einfach deine Augen. Mhm. Super! Das ist perfekt, manchmal unheimlich, aber nur manchmal. So kannst du, Frage was davon? Das Gewand sich doch relativ, Kapuze, was ziehe ich jetzt häufiger aus? Gewand oder Kapuze? Was wächst dich häufiger? Eigentlich spielt es gar keine große Rolle. Putze, oder vielleicht trinke ich noch einen Donnerhelm auf und so. Oh. Jetzt einfach deine Augen. Boah, ich hab schon wieder einen Schreck ein. So, das ist perfekt, Mann. Ja, das ist unheimlich. Das wird mal nicht klappen, ne? Oder Materialien, Ja, ich hab schon gesehen, ich brauche ein paar Bockenhauer. Die Halbkapuze. Immerhin haben wir jetzt doch mal Zora-mäßig alles cool upgradet. Oh, das kann sich durchaus sehen lassen. Dreierbonus. Ich bin, glaube ich, perfekt gerüstet für das nächste Abenteuer. Ein schönes Zora-Schild. Oh. Elektropfeile, aber auch über 20, stimmt ja. Ups. Ich sehe schon kommen. Ich brauche noch ein paar, muss ein paar einkaufen. Geld aber genug. Das heißt, wohin muss ich? Dein, wo ich gar nicht hin will. In das Gebiet, das von Frauen beherrscht wird.
Okay, ist ein bisschen doof das Ganze, was ich hier treibe, ich weiß, aber ja, ich will natürlich perfekt vorbereitet sein. 21 Donnerpfeiler, wo ich halt 20 mindestens brauche und ich war sowieso schnell daneben schießen, brauche ich noch ein paar mehr. So, dann mal schauen. Guten Tag. War jetzt diejenige, die hier Pfeile verkauft? Die war irgendwo. Nur wüsste ich das gerne noch, wo das genau war. Ah, so ein bisschen Fleisch und so. Luxus Grillwild. Alles bereits zubereitet. Vielleicht noch nicht. Nicht schlecht und so, aber. Elektropfeile. Jo. Dann sehen Sie mal bei. Naja, ich bin halt Fei-Fei. Nee, ist noch nicht. Ich will erst noch etwas verkaufen. Sabota. Nur am Arbeiten. Sollen die Kinder aufpassen? Wie kann ich dir helfen? Kannst du mir was abkaufen? Ich habe relativ viele, viele von denen hier. Also, dem gerade geht's ein bisschen. Von dem gerne noch alles. Also nicht gerade die Welt, aber es geht eigentlich noch. Opal nimmst du doch auch, oder? Klar, kein Problem. Da hab's sonst, glaube ich, keine Edelsteine mehr. Nee, sind jetzt noch raus. Wie sieht es jetzt mit meinen Pfeilen aus? Bin ich gut vorbereitet? Auch noch jetzt normale 25 Feuer, so. Ein paar Bomben vielleicht noch. Feuer auch noch, zumindest haben wir genug Elektro. Eine reicht schon. Auch nur noch eh nicht viel im nächsten Gebiet. So, ja, nehmen wir uns noch Bombenpfeile. Relativ teuer, aber ich habe genug Geld. So, wieder raus hier. Reicht mir. So Leute, versprochen ist glaube ich der letzte Teleport. Wir wollen dann endlich zu Sidon gehen und Tempel treten und so weiter. Ja, ich glaube jetzt geht es ein bisschen zur Sache. Jetzt fehlt noch ihnen etwas. Ich habe alles gemacht, was er wollte. Was Vorbereitung. Ich habe 40 Schreine bereits. Hey, wir haben bereits ein Drittel. Ja, 120 sind insgesamt. 120 Schreine, hey. Meine Fresse. So, aber so kann ich nicht zu Sidon. Garantiert nicht. Da muss ich jetzt mal ein bisschen Zora-Style ran. So. Schild, Zora-Schild hält zwar nicht die ganze Welt aus, aber egal. Ich kann auch ein Hylia-Schild nehmen, aber will ja ein bisschen was hergeben und so weiter. Oder hermachen vor allem. Dann das noch. Wie ich es genannt habe, keine Ahnung. So. Bogen ist der Zora-Bogen. Hält ein bisschen mehr aus. Elektropfeile. Yo. In Andenken an Mifa bin ich jetzt perfekt vorbereitet. Ja. Irgendwo da drüben war es doch irgendetwas, genau. Tja dann, ab zu Sidon.